Komm, wir machen einfach mal das hier. Jetzt mache ich ein bisschen so quer durcheinander. Hab ich schon irgendwie Bock drauf. Jo, machen wir. Schneiden wir, machen wir und schneiden wir. Und dann werde ich, glaube ich, erstmal ein Aufnahmepäuschen machen. Oh! Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Alles klar. Alles auf einmal. Okay, da muss ich erstmal das Gruppzeug lümmeln. Sonst gehen wir uns gehörig auf den Piss. So, du auch weg. Warte mal. Hallo, ich möchte endlich fliegen. Danke. Eieiei. Beide auf einmal. Das ist schon ziemlich böse. Aber gut, dass wir nur Level 500 sind, sonst wäre das echt gefährlich. Konzentriere mich erstmal für den Roten. Ich sollte ihn auch mal treffen. Okay. Ich hab schon mit sowas gerechnet, dass hier irgendwann mal ein Doppelkampf kommt. Also zwei Drachen gegen uns. Aber die, okay. Bams, ich rasierte die Eier. Aber auch hier... Oh nein! Paralysiert. Nicht gut. Ist wie bei Pokémon voll scheiße. Wo haben wir den hier? Lass mich in Ruhe. Bams! Wenn wir den jetzt noch paralysieren könnten, also so kurz unbeweglich ist, wäre das super. Aber egal. Hier wird sowieso geschnitten, von daher. Naja, Mana. 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 So, der erste ist down. Jetzt kann er folgen. Keine Eiswichser. Um den haben wir uns nicht einmal gekümmert. So, warte mal. So. Einmal kurz die Verteidigung runterdrücken. So, für dich. Extra nur für dich, mein Kleiner. Und erledigt. Nice. Okay. Pfaffen ist der nächste. Auch da geht's nach einem Schnitt weiter. Wo ist der? Ach, da. Okay, danke. Da kann ich mir kurz hochheilen. So. Mach mal ruhig. Du rotzt da ein bisschen durch die Gegend. Ich schlitze dich eben von hinten auf. Er ist sofort wieder Level 800, aber das ist auch alleine. Das ist schon... Okay, er darf ja nicht sofort umkippen. Muss ja ein bisschen spannend sein. Wie zum Beispiel nach diesem einen Schnitt hier. Au. Plan gescheitert. Wollte eigentlich so machen, dass ich halt diesen einen Schnitt... Damit im nächsten Angriff kippt er einfach um, aber das ging jetzt nach hinten los. Schnauze. Schnauze. Ich kann nicht oft genug die Drachen umklatschen. Es tut mir leid. Aber es macht auch schon irgendwie Spaß hier. Ich liebe Drachen. Drachen sind toll. Was? Kommt er zur Unterstützung oder wie? Das ist doch wohl. Das ist doch wohl ein Hohn. Wieso macht er das? Na super, jetzt haben wir zwei Aggro-Drachen auf Level 800. Ach du Scheiße. Okay, Fafnir muss ganz schnell draufgehen. So, einer ist weg. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und jetzt kann er gleich draufgehen. Hoi, hoi, hoi. Da habe ich jetzt kurz Sorgen gemacht. Halting-Tour. Find's toll, dass sie ihm wieder die Verteidigung runtergedrückt haben.
Was dieser Fallangriff ihn wegbringt, ist auch irgendwie stylisch. So, erledigt. Auch er war noch bewusstlos, bevor er getötet wurde. Voll evil. Quest clear! Oh, das lief besser, als ich dachte. Dafür, dass jetzt die ganzen Viecher zusammengekämpft haben. Meine Güte, du erhältst ein böses Auge. Natürlich, ein böses Auge. Ja, er erhält Terranium 20. Yeah! Yeah! Supi! Was ist denn ein böses Auge? Keine Ahnung, ich guck mal eben nach. Und dann würde ich mal sagen, ist für heute jetzt erstmal finito für diese Aufnahmesession. Jetzt habe ich ordentlich Mission geklatscht. Dann können wir das nächste Mal wieder die ganzen Gespräche und so weiter machen. Immer so ein bisschen Wechsel, ein bisschen quatschen. Hier vielleicht mal mit den Deppen hier. Mal gucken, was ich machen möchte. Mal schauen. Nein, das wollte ich nicht. Wollte hier gucken. Ein Rapier und ein Rapier, toll. Beantworter. Aha. Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Bewusstsein. Mein Bewusstsein ist auf dem höchsten Stand. Okay, da können wir schon mal nichts mitmachen. Das bringt uns schon mal nichts. Ich gehe mal kurz so meine drei üblichen durch. Kirito, Rain und Janine. Mal kurz gucken, was wir hier so machen können. Janine, haben wir für dich vielleicht eine ganz tolle neue Waffe? Nein. Warum auch? Warum auch? Okay. Da haben wir auch nichts. Nö, auch nicht. Fehlt nur noch Rain. Rain, oder wie man das aussprechen möchte. Geschmackssache. Okay, da habe ich schon das dran. Oh, ja, Bewusstsein ist viel besser. So. Bewusstseinssteigerung, sehr schön. Komm, machen wir einfach mal. Passt schon irgendwie. Da haben wir nichts Vernünftiges, okay. Angriffskette ist immer gut. Angriff geht immer vor. Angriff ist das Beste, was wir machen können. Sage ich einfach mal. Und wir haben Rapiere. Ist da was für Asta dabei? Jo. Das schon mal nicht, aber hier. Ja, der Beantworter ist wohl logisch. Dann geben wir ihr noch ein schickes Amulett. Was ist das? Okay, und hier haben wir gegen die Effekte aller Statusverschwächungen. Das ist cool. Okay. Möchte ich mal kurz nachschauen. Warte mal. Erstmal hier gucken. Nachrichten. Haben wir vielleicht neue Nachrichten? Tatsächlich. Vielen Dank. Arsenal, Lisbon, Sumeragi. Sumeragi. Seven ist die meiste Zeit in ihrer Forschung vertieft. Sie hat nur wenig Freizeit. Sie ist eine schlechte Schwimmerin und kann nicht ohne Schwimmhilfe ins Wasser. Sie handelt zwar zwar wie eine Erwachsene, aber sie ist und bleibt ein verwundbares Kind. Jemand muss sie beschützen. Stimmst du nicht zu? Doch, ich stimme zu. Und ja, ich werde sie beschützen. Okay. Vielen Dank. Privier, Kirito. Wäre ich dir nicht begegnet, hätte ich mich nie daran erinnert, eine Schwester zu haben. Ich hätte mein Leben mit einem fehlenden Stück meines Herzens gelebt. Aber dank dir musste ich dieses Schicksal nicht erleiden. Danke, Kirito. Gern geschehen. Ich will nach Hause. Du musst es gesehen haben. Du hast es gesehen, oder? Alle in ihren Badeanzügen? Sag's mir, wer war am süßesten? Gibt es Fotos? Sag mir, dass es Fotos gibt. Ich denke, was? Stilistisch ist Drea die Beste. Stilistisch ist Drea die Beste. Aber Lifa hat es auch drauf. Ha! Ich hätte meinem Boss den Finger zeigen und einfach blau machen sollen. Alter! Ach ja! Da hätte ich vielleicht immer vorlesen sollen. Der ist so durch.
Danke, wäre ich dir nicht begegnet, wäre ich wohl für immer allein geblieben. Ich sollte auch allen anderen erzählen, wie dankbar ich bin. Ah, okay. Ich dachte, ich wüsste, wie gut du bist, aber du bist stärker, als ich es mir je hätte vorstellen können. Ich verstehe, warum sie alle auf dich, warum sich alle auf dich verlassen. Ja, verstehe ich auch irgendwie. Nun dann. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Nein, hier wollte ich auch nicht. Hier war das, ne? Gegenstände. Der böses Auge. Ach so. Auch auf, kann auch sehen, weil es diese Funktion hatte. Okay, will ich gar nicht wissen. Cool, alles klar. Würde ich mal sagen, puh, mir ist warm. Das war's für diese Aufnahme. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir... Hier haben wir noch zwei Stories mit Kampf. Ich glaube, die mache ich, dann sind die weg. Und dann gehen wir die Taverne durch. Hier den Shop meine ich. Wird bestimmt ganz knocke. Also, das war's für heute, für diese Aufnahme, wahrscheinlich auch für diese Folge. Es sind wahrscheinlich zwei Folgen geworden, weil es so viel ist. Ich habe jetzt 1,5 Stunden gezockt, meine Güte. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn wir die Kampf neben Stories machen oder wie auch immer ich es nennen soll. Also, tüdelü, bis zur nächsten Aufnahme. Arrivederci. Buongiorno, meine kleinen Makaronis, zu einer neuen Aufnahmesession von Saul's Sword Art Online, The Song. Wir haben noch einiges zu erledigen. Hier haben wir noch zwei Gespräche mit anschließendem Kampf, die wir jetzt angehen werden. Danach in der Schmiede haben wir auch noch ein paar Gespräche. Und wir haben noch einen Haufen Missionen. Oh, so viele Bosse zu bekämpfen, die so unglaublich viel Spaß machen zu schneiden. Und ach du Heiliger, die letzte Aufnahme, ey, ich habe glaube ich 40 Minuten... rausgeschnitten. Es war mir eine... Was reicht denn so da rum? Es war mir eine Riesenfreude. Und jetzt ist erstmal unsere kleine Schnuckelige hier dran. Möchtest du... Ja. Ja. Sehr gesprächig, die Gute. So wie man sie kennt. Was ist das? Storia ist Kaze? まさかウイルスにかかったのか。そういうことじゃないと思うんだけど、なんか違和感があるというか。まあ、そのうち自動修復される。あ、それは。わかんない。何これ。誰かが私の中に。 何が起こってるんだ。ストリアのアバターがノイズがかかったように乱れている。どんどんノイズがひどく。くそ、どうすりゃいいんだ。Okay. Wer ist das? Storia? いや、違う. Storiaじゃない. キャラ名も変わっている. Black Lotus. Ach. Okay, ja, Black Lotus, gerade nicht dran gedacht. Ja, stimmt. Okay, ja, alles klar. Black Lotus. Der schwarze König. Oi! 急になんだよ。俺は君と戦う気はな。うふ。戦う気満々みたいだな。しかもかなり早い。Mit Black Lotus würde ich mich auch nicht anlegen wollen. Habe ich erst gar nicht erkannt. Stimmt. Ich habe irgendwas gelesen, das hier vorkommen soll. Cool. Freue ich mich. Takaushika. Hat sie auch. Ja! Basalink! Oh, wie cool! Das feiere ich gerade. Oi. Nein, das wollte ich nicht. Was? Okay, die ist verdammt schnell und hat mir ordentlich was abgezogen. Mit so einem Kampf habe ich jetzt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ja, und da bin ich erledigt. Okay,
Alter! Ich glaube, man sollte das nicht gewinnen dürfen. Ich habe nichts gemacht, ich wollte mich hochhalten, du hast mich umgebracht. Das war doch kein Kampf, Alter. So völlig übertrieben. Das durfte ich ja noch nicht mal gewinnen. Kein Wunder, dass sie mir mit einem Angriff so viel Schaden vorangeknüppelt hat. Meine Güte. Storia! Oh, Kirito! Daijoubu-ka? Heiki da yo. Atashi no Avatar ga ikinari dareka ni hacking sareta mitai. Alles ist möglich. Mit einem Bastling ist das ja kein Problem, ne? Also. Hui! Das verstehe ich im Moment auch nicht. Axel World, ein ultra geiler Anime, wo ich immer noch hoffe, dass der Manga oder der Anime auch an sich mal weitergeht, weil es ist, boah, ich liebe es einfach. Axel World ist so geil. Barster Linke. Brain Barst. Boah. Jetzt habe ich Bock, den Anime nochmal zu gucken. Eigentlich gehofft, dass es weitergeht. Was sitzt du denn hier so einsam und alleine herum? Hübsches Ding, du. Ja, ich möchte hier rein. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ich habe keine Ahnung. Achso. Okay. そっちから話しかけてくるなんて珍しいな。何？うん、実はね、キリト君にお願いしたいことがあるんだ。なんだ、俺でよければ力になるぞ。俺と、クエストを一緒にやってほしいんだけど。なんだ、そんなことか。いいよ、一緒にやろう。いいの？もちろん大歓迎さ。 珍しくレインから誘ってくれたんだし、断るはずないよ。ありがとう。それで、どんなクエストなんだ？それがね、人探しなんだ。人探し？あ、今つまんなそうって思ったでしょ。いや、そこまでは思ってないけど、てっきり手強いモンスターの討伐とかかなと思ってたからさ。でもね、 このクエスト、ただの人探しじゃないみたいなの。どういうことだ？こういう系統のクエストって普通そんなに難しくないでしょ？人探しとかお使い系は初心者用のクエストに割り当てられることが多いからな。そうだよね。でもこのクエストまだ誰もクリアしてないらしいんだ。へえ、そんなに隠れるのがうまいのか？ レイン顔負けのハイドスキルでも使うのかな。<笑>
Eine Suchrettungs- und Schlachtmission. Quest. Ich sag mal Mission, ich weiß gar nicht warum.